Hi zusammen, wir haben hier heute für euch das Asus UX51V. Das ist ein Ultrabook aus der Asus ZenBook-Serie, wie man hier optisch vielleicht schon vermuten kann. Jetzt aber halt eben in der 15-Zoll-Version. Wir hatten euch ja schon hier die 13-Zoll-Version, also das UX31A gezeigt. Das ist also quasi der Vorgänger und die kleinere Version davon. Und das wollen wir jetzt einfach mal zeigen. Besonders wichtig, deswegen habe ich hier die komplette Verpackung. Wir haben hier, also diese Packung ist so vollgepackt, wir haben am Anfang gedacht, da wären irgendwie Steine drin, weil das die komplette Verpackung so schwer war für ein Ultrabook. Liegt aber an dem ganzen Zubehör, das hier drin ist. Und das wollen wir euch natürlich auch mit zeigen, was dann wirklich alles mit dabei ist, weil für das Geld kriegt ihr hier schon jede Menge. So, und zwar einmal, sieht man ja auch öfter mal auf den Bildern, wir haben einen kleinen Subwoofer dabei. Der wird einfach per Kabel angesteckt an das Notebook, wenn man eben ein bisschen lauter Musik hören will, wenn man ein bisschen mehr Bass haben will, kann man den direkt mit anstecken, ansonsten lässt man ihn eben weg. Das ist ja immer Geschmackssache. So, das können wir gleich zur Seite packen, das ist nur eine Form. So, und dann haben wir hier das erste Päckchen. Da sind, eigentlich, dass meine Studie gleich zusammenbricht, das klang gerade nicht gut. Relativ ordentlich auf. So. Hier sind jede Menge Unterlagen drin. Wir haben hier auch eine DVD mit drin. Also sprich wieder Herstellungs-DVD oder was ist das hier genau? Driver and Utilities, genau. Also kompletten Treiber, Tools und so weiter von Asus hier nochmal als DVD dabei. Dann haben wir hier noch, da ist keine CD mehr drin. Das sind die ganzen, genau, hier haben wir ein Hardware-Handbuch. Und eben auch hier die RMA-Nummer, also sprich für die Reparaturabwicklung, falls was sein sollte. LCD-Reiniger, dann hier noch, was ist das? Ach, so ein kleines Klettband fürs Netzteil. Ja, also Kabelbinder quasi aus Klett. Auch eine schöne Sache. Also jede Menge Kleinkram schon mal. Dann haben wir hier noch eine Besonderheit. Ja, wusste ich vorher auch ehrlich gesagt nicht, dass das mit drin ist. Und dann kriegen wir das hier mal auf. Das ist nämlich noch ein externes DVD-Laufwerk. Ja, also das heißt, hier haben wir einfach einen kleinen DVD-Brenner, passend im Design vom Notebook, ne, also sprich hier die gleiche Oberflächenstruktur und dass ihr dann eben auch ein Laufwerk damit nutzen könnt. Man braucht hier eben jetzt in dem Fall ein eigenes Netzteil oder aber den USB-Anschluss, das zeige ich euch gleich, das Kabel, nämlich da braucht man zwei USB-Anschlüsse, weil der braucht nämlich 1,4 Ampere, steht hier extra mit drauf. Ja, also sprich DVDs angucken oder auch eben sogar brennen, alles kein Problem, auch wenn das Gerät kein integriertes Laufwerk hat. So, dann haben wir hier nochmal ein Fach. Ja, wie gesagt, hier steckt sehr, sehr viel Zeug drin. Da ist jetzt in dem Fall das Netzteil, das ist auch relativ groß geraten und zwar haben wir hier, was haben wir denn hier genau drin? Na, steht es hier nicht drauf? Ah doch, müssten ungefähr 90 Watt sein, steht jetzt leider nicht die genaue Zahl. Aber 19 Volt bei 4,7 Ampere kommt ungefähr auf 90 raus. Also 85, 90, so um den Dreh. So, ansonsten, hier die Fächer waren leer, genau. Aber wir haben noch ein Fach. Da haben wir einmal nur das Netzkabel, also einfach nur den Stromanschluss hier für das Notebook. Und zu guter Letzt, hier haben wir auch noch ein kleines Fach. Es ist hier wirklich sehr, sehr viel kleine Ecken und Nischen versteckt in dem Karton. So. Und da haben wir jetzt nämlich nochmal einen ganzen Haufen Adapter, nämlich einmal hier den VGA-Adapter auf USB müsste das sein. Ich habe gerade mal. Ach nee, der hat einen Micro-VGA-Anschluss, das Notebook. Ist hier halt eben der entsprechende Adapter mit bei. Dann haben wir einmal ein Micro-USB-Kabel. Wofür das jetzt genau gebraucht wird, frage ich mich ehrlich gesagt, weil für den Brenner braucht man es nicht. Da ist nämlich hier das Mini-USB. Also sprich hier mal einen Größenvergleich, das ist deutlich kleiner, was hier dabei ist. Das wird nämlich nicht passen. Werden wir bestimmt noch sehen, wofür das genau ist. Ach so, wahrscheinlich, gucken wir doch mal. Wahrscheinlich gehört das hier irgendwie zu dem Subwoofer mit dazu, der braucht ja, oder? Nö, zum Subwoofer gehört es auch nicht, der hat keinen Stromanschluss. Ja, komisch. Auf jeden Fall, Micro-USB ist auch mit dabei. Wofür genau, wird sich bestimmt noch herausstellen. So, und dann zu guter Letzt eben, wie gesagt, hier das Mini-USB-Kabel. Das ist so ein Y-Kabel, sprich, hier haben zwei USB-Anschlüsse dran. Die gehören beide ans Notebook, damit eben der Brenner dann auch genug Saft bekommt, wenn ihr den benutzen wollt. Also da auf jeden Fall dann drauf achten, wenn ihr ihn ansteckt. So, das war jetzt hier soweit der ganze Lieferumfang. Eine Tasche ist jetzt hier bei den Geräten, soweit ich weiß, nicht mehr dabei. Wir können natürlich höchstens mal hier drunter gucken, ob dann noch was versteckt ist. Aber... Nö, da ist nichts weiter.
machen wir hier auch gerade alles kaputt. So. Ja, das kann ich nachher zusammenbauen. Ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. So, kommen wir zum Notebook an sich. Wie man schon sieht, es ist relativ groß, weil, wie gesagt, wir haben hier ein 15 Zoll Ultrabook. Aber dafür, wenn man sich das mal von der Seite anschaut, wie dünn das trotzdem geworden ist, also hier mal mein Daumen als Vergleich. Das ist quasi so dick wie ein doch recht großer Daumen, also wie meiner. So, wo wir jetzt hier schon die rechte Seite haben, fangen wir doch gleich da an. Da haben wir nämlich einmal hier einen Combo-Anschluss für Headset und beziehungsweise für Kopfhörer und Mikrofon. Wir haben einen Kartenleser mit drin, einmal USB 3.0. Hier ist der Micro-VGA-Anschluss und hier noch der Subwoofer-Anschluss. Sprich, da kommt dann dieser kleine Sonic Master Subwoofer von Asus mit dran. So, auf der Rückseite, ja, großes Scharnier, sonst nichts. Auf der linken Seite, da haben wir hier einmal den Stromanschluss. Wir haben den Netzwerkanschluss, hier auch wieder, das ist jetzt mittlerweile wirklich Standard schon geworden, dieser Standard Ethernet-Anschluss, also sprich Netzwerkanschluss, nur halt eben ne, mit der kleinen Klappe, dass dann eben auch der Stecker passt, der eigentlich ein bisschen dicker ist. Ja, HDMI-Anschluss haben wir noch, zusätzlich hier eben zweimal USB 3.0, also insgesamt dreimal USB 3.0. Hiervon auch ein Power-USB-Anschluss, sprich 1 Ampere Ausgangsleistung für Smartphones, für Tablets, für MP3-Player, was auch immer ihr da laden wollt. So, an der Front, da sieht man nichts, ja, also keine Anschlüsse, nichts weiter. Und das gleiche eben auf der Unterseite. Wie man sieht hier auch schon, Windows 8 ist drauf. Wir haben die Aufkleber sind möglichst klein gehalten, dass die eben die Optik nicht so sehr stören. Und ansonsten hier nur die Lufteinlässe, eben um das Gerät auch ordentlich zu kühlen. Also das heißt am besten nicht auf weichen Untergrund stellen, sondern immer schön auf den Tisch oder auf ein Buch oder irgendwas, dass er hier immer ordentlich Luft ziehen kann. Ja, und natürlich hier noch, wie bei den kleineren Vertretern, die Lautsprecher einmal seitlich, dass sie dann hier eben auch ordentlich abschalten können. So, dann gucken wir doch mal von innen. Na. Und zwar natürlich wie gewohnt bei einem Notebook, wir haben hier die große Handballenauflage, das Touchpad leicht nach links versetzt, eben damit es mittig hier unter der Haupttastatur ist. Das sieht man bei den meisten anderen Geräten nicht so sehr, weil eben kein Nummernblock dabei ist wie hier jetzt. Deswegen wirkt das immer so ein bisschen, manche Leute fragen, haben denn nur noch Linkshänder hier im Notebook und benutzen das Touchpad? Es ist eigentlich sinnvoll, wenn man so am Schreiben ist, kann man hier einfach umgreifen. Das ist viel einfacher, als wenn jetzt eben das Touchpad hier sitzen würde und man dann immer mit der Hand auf dem Touchpad liegt beim Schreiben. Das macht einfach keinen Sinn. So, ja, ansonsten, man sieht hier schon anhand der Aufkleber auch, wir haben jetzt hier ein Core i7 Modell, ist natürlich nicht weiter relevant, es gibt ja noch andere Ausführungen. Wir haben eine GT650M, das ist wirklich so eines der Highlights, sage ich jetzt mal, für ein Ultrabook, weil die GT650M ist schon eine sehr potente Hardware für unterwegs. Also sprich, selbst Battlefield 3 sollte hier drauf problemlos laufen, zumindest auf mittleren Details. Also auch ein Ultrabook zum Zocken geeignet, zumindest für mittlere Einstellungen. So, Tastatur, hier halt eben auch wieder Isolation Keyboard, also sprich alle Tasten stehen einzeln. Wir haben eine Tastaturbeleuchtung drin, die eben auch mehrstufig ist wie die bei den anderen ZenBooks. Und die Tastaturbelegung ist eben auch wie gewohnt bei von den anderen Geräten. Hier oben haben wir eben die Funktionstasten, eben sprich Tastaturbeleuchtung heller, dunkler, Display heller, dunkler und so weiter. Nur, dass man hier das eben direkt bedienen kann. Wir haben hier, wie schon erwähnt, den Nummernblock. Ja, also eben auch nochmal eine kleine Besonderheit unter den Ultrabooks, dass der eben noch mit reingepasst hat. Und letztendlich hier nur noch den Powerknopf. Ansonsten keine weiteren Bedienelemente. Ja, und natürlich das Touchpad habe ich ganz vergessen. Hier auch wieder integrierte Maustasten. Also so, ich sage mal, wirklich die Standardkost. So, jetzt rücken wir uns mal ein Stück runter. Ich hoffe, man sieht es jetzt schon. Hier spiegelt nämlich nichts. Wir haben nämlich ein mattes Display bzw. ein mattiertes Display, das dann eben zum Beispiel unterwegs die Reflexionen nicht ganz so sehr stören und dass dann eben da keine großen Spiegelungen oder so sind, also es ist kein Schminkspiegel. Ja, und das ist auch wirklich sehr gut geworden. Die Displays aus den anderen Geräten waren natürlich auch immer schon sehr, sehr gut, also das ist wirklich so eine Disziplin, die Asus momentan sehr gut beherrscht, ordentliche Displays in die Notebooks bauen, das war bei den anderen Geräten so mit guten Blickwinkeln, mit hoher Auflösung, sprich wir haben hier auch ein IPS-Panel drin, also da ist wirklich schon sehr, sehr hochwertig das Ganze. Ist also, kann man natürlich auch erwarten bei einem sehr teuren Gerät. So, ansonsten
Hier oben haben wir noch eine Webcam, wir haben hier noch diverse Sensoren mit drin, die man so sieht. Und natürlich hier noch ein Stereo-Mikrofon, also sprich links, rechts einmal jeweils ein Mikrofon neben der Kamera, dass man dann eben auch eine entsprechende Soundqualität hat, wenn man dann hier eben mal ein Videochat oder so macht. Und ansonsten, was hier vielleicht noch dazu erwähnen muss, weil manche vermuten, dass hier oben die Lautsprecher wären oder so, weil das sieht hier immer so ein bisschen danach aus, ist es aber nicht. Hier oben ist der Luftauslass. Ja, also das heißt, auch wenn ihr hier am Arbeiten seid oder so, zum Beispiel mit einer externen Tastatur, hier am besten nichts drauflegen, weil sonst kann es euch passieren, dass das Gerät einfach irgendwann dicht macht oder ausschaltet, weil es zu warm wird, weil eben die warme Luft hier nirgendwohin entweichen kann. Da so am besten immer drauf achten. Also gerade wenn man jetzt rechenintensive Sachen macht, hier auf gar keinen Fall abdecken. Ja, soviel zum UX51V von Asus. Und dann bis zum nächsten Mal.